Ja, Kim Sané, erstes Regionalligaspiel heute 4:1 verloren in Münster. Wie hast du die Partie erstmal erlebt? Also für mich war es wieder eine Freude, zum ersten Mal wieder seit so langer Zeit wieder auf dem Platz zu stehen. Das hat mich, als ich das Spielfeld betreten habe, kamen mir fast die Tränen wieder. Aber fürs Erste war es für meine Verhältnisse schon mal in Ordnung. Es ging ja traumhaft los. Du hast dann ein bisschen aus dem Nichts das 1:0 erzielt. Was war das Gefühl für ein Gefühl, nach so langer Zeit mal wieder ein Tor zu schießen? War ein tolles Gefühl. Also als ich das 1:0 gemacht habe, habe ich mir gedacht, so wow, da ist mir echt ein Riesenstein von Herzen gefallen. Und das hat mich riesig gefreut, aber nichtsdestotrotz hat es jetzt im Endeffekt nicht viel gebracht. Ja. Die letzten 5 Minuten vor der Halbzeit waren dann ja ein bisschen turbulent. Schulze Nios hatte einmal klasse gegen dich pariert. Kurz vor der Halbzeit kriegen die Preußen dann ein bisschen strittigen Elfmeter und machen den rein. War das dann so ein bisschen der Knackpunkt in dem Spiel? Na, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass der Knackpunkt war, wo wir die beiden Tore direkt hintereinander bekommen haben. Das war der Knackpunkt. Es war leider einfach schlecht und da müssen wir jetzt weiter gucken. Spiel zu Spiel schauen, das Spiel jetzt erstmal abhaken und dann am Montag ist ein neuer Tag. Mit Wuppertal kommt dann ja direkt das nächste Regionalliga-Kaliber im nächsten Spiel. Nimmt man ja trotzdem so ein bisschen die Erkenntnis mit, dass man mithalten kann, auch gegen solche großen Mannschaften? Definitiv. Also die erste Halbzeit haben wir sehr, sehr gut gespielt, auch gegen Preußen jetzt, der glaube ich momentan als der Favorit gilt. Aber nichtsdestotrotz, die erste Halbzeit, da können wir sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich denke mal, dass wir da auch gegen Wuppertal ein sehr, sehr gutes Spiel haben werden. Danke dir. Ja, Nico Lukas, 4:1 am Ende verloren, das erste Spiel hier in Münster. Wie hast du die Partie erlebt? Ich glaube, dass wir natürlich mit der relativ frühen Führung gut ins Spiel gekommen sind. Wir wussten generell schon, was auf uns zukommt, dass wir wenig Ballbesitz haben werden, dass es erstmal darum geht, die Räume eng zu machen, gut zu verteidigen. Ich glaube, das ist uns eigentlich schon über weite Strecken der ersten Halbzeit gut gelungen. Kriegen natürlich ein doofes Gegentor zum 1:2 mit der letzten Aktion, Elfmeter gegen uns. Das sollte uns nicht passieren. Und dann haben wir es geschafft, das Spiel bis zur 80. offen zu halten. Und dann kriegen wir natürlich einen Doppelschlag, damit war das Spiel entschieden. Ich glaube, der Sieg ist nicht unverdient. Trotzdem glaube ich, dass 3 von den 4 Toren schon mit auf unsere Kappe gehen, weil wir die einfach nicht gut verteidigen oder so ein bisschen schenken. Und ja, das müssen wir halt lernen abzustellen. Der Gegner hat den Trainer ja heute ein bisschen überrascht mit Kim Sané im Sturm, der dann auch früher 1:0 gemacht hat nach dem Konter. Insgesamt eure Spielordnung ja eher defensiv mit dann den schnellen Konteraktionen nach vorne. Wird das dann auch der Matchplan weiterhin sein gegen diese großen Mannschaften? Ja, das wird man sehen. Der Plan war jetzt für heute so ausgelegt, weil wir eben wussten, dass Münster brutal viel Ballbesitz haben wird, dass wir teilweise mit allen Spielern 40, 50 Meter vorm eigenen Tor stehen werden und dementsprechend Münster eben auch an der Mittellinie steht. Und wir wissen eben um die Schnelligkeit von Kim. Und ich glaube, das ist zweimal sehr gut aufgegangen. Einmal treffen wir, einmal haben wir eine 1-gegen-1-Situation gegen den Torwart. Da können wir 2-1 in Führung gehen, haben wir eine 100-prozentige. Die nutzen wir dann eben nicht und kurze Zeit später kriegen wir dann eben das 1-2. Aber ob das der Plan für alle Spiele ist, das glaube ich nicht. Jetzt habt ihr als Aufsteiger hier wirklich gerade in der Defensive verdammt gut mithalten können. Nimmt man da trotz des am Ende hohen Ergebnisses hier ein bisschen Selbstvertrauen mit für die nächsten vielen Spiele? Ja, ich glaube, dass wir erstmal genug Selbstvertrauen haben. Wir sind als Aufsteiger hochgekommen, haben letztes Jahr sehr, sehr viele Spiele gewonnen. Wir wissen aber auch, dass alle Gegner dieses Jahr besser sind. Und aber trotzdem, uns mangelt es nicht am Selbstvertrauen. Wir nehmen die positiven Sachen mit. Wir müssen natürlich auch die schlechten Sachen aufarbeiten, das ist ganz klar. Und ja, dann geht's nächste Woche weiter. Ja, danke dir. So, da es die Bildzeit im Moment geschafft hat, legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09. Ich begrüße den Gästetrainer Christian Pritschow und unseren Trainer. Erstmal ein Riesenkompliment an unsere Fans. Also das waren fast 7.000 Zuschauer und damit knapp 3.000 mehr als beim ersten Heimspiel der letzten Saison. Also das zeigt schon, wie viel Bock die Leute gerade auf Preußen haben. Also wirklich riesen Dankeschön. Und dann schauen wir aufs Spiel und dann natürlich zuerst auf den Gästetrainer. Wie er es gesehen hat. Ja, ich glaube, am Ende gibt es keinen Zweifel daran, dass Preußen das Spiel unterm Strich verdient gewonnen hat. Wir haben, glaube ich, in den letzten 3 Minuten vor der Pause ist so eine kleine Vorentscheidung in die Preußen-Richtung gefallen. Da haben wir eine gute Chance, das 2:1 zu machen. Wir nehmen den Kontakt im 16er nicht an, im Gegenzug neben Preußen sehr, sehr dankbar einen möglichen Kontakt an, sodass auf der einen Seite ein Elfmeter gepfiffen wird, auf der anderen Seite nicht. So geht Preußen 2:1 in Führung und ich glaube, in der zweiten Halbzeit
haben uns dann nicht mehr wirklich befreien können und machen es dann mit den Toren zum 3-4:1. Dem verdienten Sieger ist dann nachher etwas zu einfach. Ja, vielen Dank, Sascha. Also ich denke auch mal ein Riesenkompliment an unsere Fans natürlich. Ein ganz tolles Erlebnis heute wieder, fast 7000 Zuschauer. Das macht schon Spaß, wenn man so Fußball spielen kann. Man hat schon gemerkt heute, dass wir uns gerade am Anfang sehr schwer getan haben in unserem Positionsspiel, im Spielaufbau. Wir waren da gerade im letzten Drittel etwas fehlerbehaftet, waren vielleicht noch zu hektisch in der Aktion, wollten immer das Gefühl so mit einer Sekunde den Ball nach vorne bringen, anstatt den Gegner mit zwei Kontakten in die Bewegung zu kriegen. Somit ist es uns nicht ganz so gelungen, diese Kontrolle zu haben, haben dann auch einen Konter bekommen. Wäre natürlich so nicht passieren, da kriegst du es 1-0, da bin ich trotzdem froh, dass wir das relativ schnell ausgeglichen haben zum 1-1, ist einfach gut. Und dann wurden wir ein Stück weit besser, haben die Präzision, hatten dann zwei, drei Halbchancen bzw. ganz gute Chancen, hatten dann auch das Glück, muss man wieder sagen, dass Max da lange stehen bleibt und uns da ein Leben hält mit dem Konter, der fast das 2-1 gewesen wäre. So machen wir dann im Gegenzug das 2-1 für uns. War natürlich Gold wert, so kurz vor der Pause. Und ich glaube, dann die zweite Hälfte war es dann eine klare Sache. Waren wir sehr engagiert, haben auch präziser gespielt, haben ein besseres Positionsspiel dran, hatten dann auch noch klarere Chancen, machen wir das 3-1, 4-1 und hätten vielleicht noch Pfostenschuss, noch Landenschuss, weißt du, noch eins mehr machen können. Wattenscheid hat sehr, sehr gut verteidigt, sehr defensiv, sehr kompakt. War schwer, da Lücken zu finden. Trotzdem bin ich jetzt froh, das war gerade das erste Spiel, das ist immer so, auch für uns war jetzt nicht einfach reinzukommen. Bin ich froh, dass wir es für uns entschieden haben und mit einem schönen Sieg und dann natürlich auch für die Fans, dass wir gut und glücklich nach Hause gehen. Danke. Habt ihr Fragen an die Trainer? Scheint nicht so zu sein. Dann wir, für uns geht es weiter am nächsten Sonntag in Wiedenbrück, danach das Heimspiel am Freitag gegen Bocholt. Unseren Gästen alles Gute, gute Heimfahrt und euch schönes Wochenende.